Einfach ausgeraubt, wie geil. Ich hole euch noch das C4 aus der Base, dann ist eh vorbei. Deine Toxicness kotzt mich so an, Junge, wirklich. Ja, mal warte, Max, was ist das hier? Ganz hallo? Ding, ja? Ich hab vier. Hallo? Moin, Revi! Was? Revi. Jungs! Alter, was geht? Ich muss ins Team, schnell, lade mich ein! Schnell! Rumatra, was geht? Ja, ja, ja. Sorry, ich was? Du was? Du musst gut aus deinem Team raus. Wie mach ich das? Ja, ja, komm, du musst aus Team deinem Team verlassen raus, schnell. Geil, ich liebe dich, Rumatra. Ja, perfekt, du hast es geschafft. Ey, ich hab euch so vermisst, Jungs. Jawohl. Was ist neu? Erzähl's mir. Was ist neu? Was gibt Neues? Workbench Level 2 steht schon da. Oh, geil. Wir müssen los. Übel los. Ich komm mit. Was ist los? Was machen wir? Ich bin direkt down. Okay, Red Keycard, Red Keycard. Okay, ich hab genug Protection. Ich brauche noch ein paar Bullets, glaube ich. Wie viel Protection braucht man? Reicht 37%? Ja, ne? Ja, ja. Okay, dann bin ich dabei. 37, obwohl weiß ich nicht. Wenn du mitkommen willst, ziehst du alles aus und ziehst den Hazard-Anzug. Hast du noch einen? Würde ich auch sagen. Hier oben sind welche. Reeves, ich freue mich, deine Stimme wieder zu hören. Ich liebe dich, ne? Weißt du das? Ich bin so glücklich. Guck mal hier rein. Da kannst du dich auch gleich bedienen. Hier ist kein Hazard-Anzug. Hier unten links in der Chest. Unten links. What the f***? Hier. Du nimmst dir eine Shotgun raus. Und dann? Vier Spare-Money sollte reichen. Hier oben rechts. Nimm mir ein bisschen mehr, ja. Aber nur vier. Nimm mir. Nein, auf gar keinen Fall. Du wirst so oft nicht schießen. Okay. Du wirst so oft nicht schießen. Okay, gut. Ich brauche nur so einen Anzug. Bitte nicht, schießt immer einzeln. Ich habe keinen Anzug. Hier ist noch der einer. Der ist hier unten links. Okay. Unten links. Perfekt. Ja, warte, vier Stück sind da drin. Dann packe ich noch ein paar Sachen von mir weg, die ich nicht brauche. Moment. Und jeder braucht einen Kanister Wasser, sonst können wir nicht hin, ne? Max tötet Hauptner. What the f***? Der ist bei uns vor der Base dann. Gut, ja, ja. Schreib mal in den Chat irgendeiner, oder? Und fragen, was abgeht. Denk da nach vorne. Muss nichts an der Situation. Wir sollten da hingehen. Wir müssen eh zurück in die Base. Und Leute. Stopp. Mal stehen hier. Jack the Neffle, ich leg meine Waffe weg. Jack the Neffle, mein Name. Ich habe nichts außer Holz und eine Pistole. Gib dein Holz her. Holz her. Drop das Holz. Drop das Holz. Die Nachbarn. Drop das Holz. Das ist nicht. Mann! Das ist mein einziges Hab und Gut. Wie soll ich jetzt. Was? Ich versteh's nicht. Hier ist noch einer von euch. Komm mal raus, Keule. Was soll denn das? Wir sind die Nachbarn. Warum seid ihr so aggressiv? Ja, sorry. Ja, wir sind aggressiv, weil wir on edge sind. Lass mal schnell zurückgehen jetzt. Schnell. Renn. Zurück. Einfach ausgeraubt, wie geil. Ja, ich hab dem auch noch den Revolver mitgenommen. Mann, Rumatra, das sind meine Pilze. What the f***? Du Gieriger, du isst immer alle Pilze weg. Ja, aber bei den Nachbarn wollten wir eh Stress anfangen, oder? Ich seh jetzt kein Problem, muss ich ehrlich sagen. Wir müssen zu unserer Base mal zurück. Komm, Diala. Da kommt Caruso angelaufen. Warte mal. Hallo? Ja, ich denke, wir haben jetzt zum ersten Mal Krieg mit den Nachbarn. Ich habe Colin gerade einfach in den Kopf geschossen und seinen Revolver genommen. Wie findest du das, Caruso? Unbedingt, das finde ich sehr geil. Wir müssen unbedingt in H6 die Base von Hauptner und Benny kaputt machen. Was? H6? Das ist direkt um die Ecke. Plantage kaputt. Das, nein, das ist komplett oben am Rand der Map. Eben weit weg. Was machen die? Ich meine U6. Wir haben jetzt 2-3 Mal schon die Plantage von Trimix kaputt gemacht. Wir müssen aber jetzt irgendwie hin. Rumatra, lass das Auto startklar machen. Wir fahren da alle hin und sprengen die komplette Base. Okay. So, wir kommen jetzt rein. Weg da. Ja, auf die Tür, kommt rein. Wenn ihr könnt. Ja, wir können das, Bro. Wir kommen das. Zu viele Türen. Na, wie schmeckt der Pfeil im Hals? Verblutest du gerade? Ich kann nicht bluten hören. Bitte, erlöse mich. Jetzt hast du mir den Falschen angelegt. So, Baby. 2C4 noch, da sind wir drin. Let's go. Das gibt richtig schön Loot. Naja, da gibt's leid, richtig was zu holen. Irgendwelche Scrap-Fässer die ganze Zeit kaputt zu machen. Ich sehe deren Base als großes Scrap-Fass. Oh, geil. Die haben es auch gebaut wie ein Scrap-Fass. Weißt du, was ich meine? Das sieht auch echt ein bisschen so aus. Ja, genau. Oh, da ist jemand verblutet. Du hast ihn echt looten. Sehr gut, Revi, du bist als Sprengmeister, das macht mich klasse. Ich hole euch noch das C4 aus der Base, dann ist eh vorbei. Wir lagern die so lange, bis die Base im A ist, okay? Ihr seid so unglaublich kacke, das ist crazy. Ja, das ist leider wie wir sind. Das ist leider das Spiel von Rockstar ein bisschen an der Stelle. Ach, mach kein Thema, ne? Komm jetzt rein. Hey, Leute. Was? Wir kommen jetzt rein, Leute. Hol mal jemand Brandmunition, bitte, Brandmunition. Oder soll ich C4 holen? Ich meine, ihr könnt uns auch einfach den Code von euren Türen verraten, dann rauben wir euch einmal aus und dann lassen wir euch wieder in Ruhe, das ist auch kein Problem. Genau. Nee, ihr könnt gerne das Haus. Ich werde eure Leichen essen. Ja, wir müssen hier zurückkommen, wenn wir gescheites Loot haben. Das ist, also, wir kommen hier nicht rein. Wow. Oh, Creeper's bad. Oh mein Gott. Wer hat denn wieder geschossen? Hä, Heulsuse? Ich bin jetzt am Rain, das rollt mich dann voll. Was ist mit dir, hä? Kannst du es nicht ab? Ihr seid zu dritt gekommen und wurde vernichtet. Gegen mich alleine. What the fuck? Wie schlecht. Ich denke, es wäre Zeit für die blaue Zone für euch. Ich glaube, es ist echt Zeit für die blaue Zone, Bro. Es ist Zeit für die blaue Zone für euch. Packt euer Zeug, lasst uns all euren Scrap die blaue Zone, da ist PvE-Zone. Da dürfen wir niemals. Nix
nix. Blaue Zone. Ja gut, wenn ihr keinen Bock auf die blaue Zone habt, dann werden wir leider so lange verfolgt. Revi, du bist ein C4-Meister. Ich kann noch mehr holen, so ist nicht. Ja, der hat Revi keinen C4. Wir können das wir haben doch... Absolutes PP-Game, der Typ. Pass auf, wir gehen in die Base, wir holen noch mehr C4. Du gehst nicht in die Base und holst mehr C4. Ich kann das noch nicht bauen. Du musst das bauen. Ich hab das nicht gelernt. Irgendwer von euch hat Wettkampf. Da waren doch noch 30 Granaten, Alter. Die Granaten bringen nichts für Türen. Ich verblute. Hat jemand Verbände? 4 HP, ich verblute. 4 HP, 3 HP. Komm hier runter. Oh, ey, Caruso, Reapers, lass mal in die Base gehen kurz und die Dinger craften. Komm, wir craften jetzt kurz in die Base. Jalla, komm, auf geht's. Hilfe, heb mich auf. Heb mich auf. Hallo? Reapers? Ja, what the f***, Alter? Warum ist mein Team so dumm? Big nice, Digga. What the f***? Hallo, wer ist hier drinne? Digga, ich hab meine ganzen Waffen verloren. Ja, hinter. Die sind maybe in unserer Base. Sind die in unserer Base? Nein. Baby? Nein, wer denn? Reapers. Hallo. Digga, warum redest du? Junge, halt doch mal dein Maul. Hast du mein Loot genommen oder nicht, Reaps? Junge, du redest nicht. Eine Stunde lang redest du einfach nicht. Hast du meine Loot? Habt ihr meine Loot? Nein, eben nicht. Aus dem Team. Nein. Ich weiß nicht mal, wo dein Loot ist, ich weiß nicht mal, wo du gestorben bist. Ich liege oben an der Base. Ja, selber schuld. Ich verblute, ihr müsst mich gleich wieder hochholen. Ich habe keine Verbände, ich bin tot. Da hinter dir Spritze. Spritze. Hat mich Revi angeschossen? Ja, hab ich. Weil du mich nervst. Ja, perfekt. Wenn du mit dem Krieg hochschießt auf Teammates, Digga, weil das witzig ist. Digga, Reapers. Deine Toxicness kotzt mich so an, Junge, wirklich. Es ist echt kotzen, Digga, mit dir zu spielen. Du kotzt mich an. Du merkst doch selbst gerade. Was hat's mit mir zu tun? Lass mich jetzt mal wieder da hoch. Du bist Lass jedes Mal ein Klotz am Bein. What the fuck, Alter? Halt doch mal dein Maul, das ist so gelogen, du dummer. Digga, du schießt auf Teammates. Bist du dumm? Junge, du bist das größte. Halt's Maul, Revi. Was ist denn das? Scheiße. Du bist einfach ein richtiger. Du schießt auf Max. Warum schießt du auf Max? Junge, ich hab ihn ins Bein geschossen. Das schreibt dir der Rest nicht. Das sagst du. Du. Mich an, Rumatra. Lass hochgehen, Rumatra, jetzt. Was soll das? What the fuck? Lass jetzt wieder da hochgehen, was soll denn das? Ich muss mein Loot zurückholen, Jungs. Sind alle hier? Da ist ein neues Team gekommen. Da ist ein neues Fünfer-Team angekommen. Hallo? Vielleicht waren auch die das. Der Voice-Chat geht nicht. Ich geh mal kurz AFK. Nee. Nein, what the fuck, doch nicht jetzt? So, ich töte jetzt Revi. Digga, ich hab noch ein C4 jetzt dabei. Ich kann jetzt da hochgehen, dass der dran klatschen. Wir holen meine Waffen zurück, legen das C4 das sind und sechs nehmen die Leute. Granaten. Ja, und wir sind fünf. What the das ist ein ganz anderes Spieler bewaffnetes Team. Nein, da ist ein neues Team. Revi, kannst du mich hören? Du musst einmal ganz kurz bestätigen. Kannst du mich hören? Digga. Ich hab nichts mehr an Waffen. Alles an Waffen ist oben tot. Ich bin nicht mal hochgeholt worden. Hier, ich hab Waffen für dich. Ich hab auch keine Rüstung mehr. Gar nichts, Mann. Mein Loot ist halt, mein Loot ist halt oben gone. Ist noch nicht komplett gone, den holen wir wieder. Digga, natürlich, what the f***, wir kommen da nicht rein. Ich hab da drei C4s an die Wand gesetzt und Reaps schreit die einfach nur an. Ey, aber Reaps hat das halbe Team von denen ausgelöscht, also es war schon gut. Reaps, du hast echt gut die Leute getötet. Und ich weiß. Du konntest auch nichts dafür, dass wir und ich bin nicht getrackt sind, dass wir da reinkommen. Ich verstehe nicht, warum ihr euch überhaupt schreitet. So. Okay. Ey, Leute, da ist glaube ich einer meiner Farm. Hallo? Team, jetzt einmal reden. Okay, wir gehen rüber. Dave, was hast du für Waffen zurückgeholt? Ich mach vielleicht nochmal zwei Pistols. Ich würde vielleicht sogar nochmal einen Run machen. Die trauen sich nämlich nicht raus und ich gehe einfach nochmal naked und ich probiere nochmal was zu holen. Meine Leiche liegt direkt, ja, mach. Liegt direkt davor, Base. Direkt vor der Base. Das ist bei unserer Base, oder? Ne, das sind unsere Nachbarn, die schießen wieder irgendwas Nerviges. Hilfe Raid, Trimax hat geschrieben, Hilfe Raid. Wir müssen zurück. Die kommen halt immer nachts, aber zumindest in unsere Main Base kommen sie nicht rein. Herr Romatra, pass auf, die wissen nicht, dass wir außen sind. Lass gucken, wo die angreifen, dann sneaken wir uns rein, okay? Ja, okay, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die angreifen. Ich denke, Max hat übertrieben. Wir knallen die ab von außen, jetzt, ab jetzt Ruhe. Du bist scheiße, du bist trash, ihr seid alle Müll. Versteht ihr, wie schlecht ihr seid? Das ist ja Katastrophe. Was? Digga, ich hab ihn so gefickt, Alter. Wir haben die so gefickt. Let's go! Aber die kommen halt mit nichts her. Das ist das Problem. Digga, ich hab eine geile Rüstung bekommen von denen. Ein bisschen Salz in die Wunde, Jungs. Das ist ganz wichtig. Junge. Ja, es war gut. Ihr seid gutes Timing gekommen. Wir zwei sind gut rausgestürmt, Alter. Start Digga, Spiel. Wir haben die komplett auseinandergenommen. Ich habe einen geilen Revolver von denen bekommen. Python-Revolver. Sau stark. Ich auch. Geil. Ich habe auch noch eine Python von denen. Lecker. Hallo? Ja, was ist? Die haben sich gegenseitig getötet. Ja, die sind dumm.
Die hatten einfach Leitern dabei wieder. Er hat einfach auch 1000 Fuel dabei. Die 1000 Fuel schmecken mir so gut. Ich habe so viel Scrap von denen bekommen. So geil, Alter. Wie viel Scrap hast du bekommen von denen? 200. Revi, Ansagen? 200, oh, 200. Wir haben Revolver gebraucht und Munition, das ist okay. Ich hab ihn mit Schrot so in den Hinterkopf geschossen, Alter. Ach, du hast ihn gefinisht. Ach, ich knock die Leute und du finishst sie, stimmt. Bro, die kommen ja, die sind ja sowas von full equipped dumm hier hingelaufen. Sind die komplett dämlich? Max! Hilfe, hier ist jemand. Das bin ich, ich bin das. Junge, what the f, Max, was ist das hier? Geil, oder? Warum machst du jetzt Beeren? Daraus kannst du Tee machen. Wenn wir Steinfarmen gehen, können wir unsere Stein- und Holzquote verdreifachen. 300%. Das heißt, du fällst einen Baum und kriegst nicht 400, sondern 1200 Holz. Okay, das ist geil. Ich habe noch Batterien gelernt, große. Ne? Ich kann die bauen, wenn du magst. Also die hier, diese Batterien. Ja, ich hab die auch gelernt. Danke. Ja, die mittelgroßen, ja. Hä, warum lernen wir denn alle das Gleiche? Wieso sprechen wir jetzt nicht ab? Ich auch mal fahren, weil ich brauche mehr Metall. Ja, ich gehe jetzt auch.